Grandiose Landschaften mit rauchenden Vulkanen, tiefblauen Seen, kristallklaren Wasserfällen und einer geheimnisvollen Tierwelt. So präsentiert sich das drittgrößte mittelamerikanische Land Guatemala dem Besucher. Die Nebelwälder des guatemaltekischen Hochlandes bedecken mehr als die Hälfte des Landes. Obwohl angenehm im Klima, entstanden die alten Maya-Kulturen nicht hier im Land des ewigen Frühlings, sondern in den nördlichen Ebenen des Landes, in den tropischen Wäldern des Petén. In einer menschenfeindlichen, tropisch schwülen Welt erreichte die Kultur der Maya ihren Höhepunkt. Hier errichteten sie vom 3. bis zum 9. Jahrhundert die großartigste Tempelstadt des gesamten präkolumbianischen Amerika, Tikal. Rätselhaft bleibt bis heute, warum gerade hier, mitten im tropischen Regenwald, eine Hochkultur entstand und nach 600 Jahren schnell endete. Erst 1848 entdeckte man Tikal. Und nach der Restaurierung 100 Jahre später erklärte man eine knapp 600 Quadratkilometer große Zone zum Nationalpark. Das bedeutete den Schutz einer einmaligen Kulturstätte, einschließlich ihrer Fauna und Flora. Morgennebel ragen die 50 bis 60 Meter hohen Pyramiden von Tikal aus dem Tropenwald. Im Zentrum der alten Maya-Stadt stehen sich der Tempel des großen Jaguar und der Tempel der Masken, Tempel 1 und 2 genannt, gegenüber. Dicht bei den Pyramiden stehen riesige Ceiba-Urwaldbäume. Ein morgendliches Vogelkonzert empfängt den Besucher. Die kräftige Tropensonne löst den Morgennebel rasch auf. Im Urwald von Tikal begegnen uns Papageien auf Schritt und Tritt. Die Gelbkopf-Amazone ist ein besonders verspielter Papagei. Bei jeder Gelegenheit turnt er in den Ästen herum. Den Halsband-Arasari überraschen wir bei der Morgentoilette. Die hohe Luftfeuchte des Regenwaldes, die sich in der Nacht zu Nebel und Wassertropfen verdichtet, durchnässt die Federn des Tukans. Die Sonne soll das Federkleid wieder trocknen. Lücken im Kronendach des Waldes werden von lichthungrigen Tropenpflanzen genutzt. Die anfangs wurzellose Liane umarmt ihren Stützbaum und kann ihn dabei erdrosseln. Aufsitzerpflanzen wie diese Bromelien- und Orchideenarten benutzen ihren Wohnbaum nur als Sitzplatz. Ihre Nahrung erhalten sie aus der Luft. Am Boden könnten sie ohne Licht und Nahrung nicht existieren. Der umherstreifende Rüsselkäfer wirkt als Bestäuber der Orchideen. Sein Körper ist mit Pollen übersät. Der Braunhäher versucht sich an einer harten Lianenfrucht. Doch diese scheint noch nicht die genügende Reife zu besitzen. Beep, beep.
Die Warnrufe des Hähers sind weithin zu hören, aber es droht keine Gefahr. Die scheuen Weißkappenpapageien haben sich auf den Zetrachfruchtbäumen niedergelassen. Diese kleinen Glatzenköpfe, wissenschaftlich Pionus senilis genannt, durchstreifen in Schwärmen den Wald, immer mit Stimmfühlungsrufen im engen Kontakt zueinander. Die Rotstirn-Amazone hat einen reifen Zetrachfrüchtebaum entdeckt. Blätter, die im Wege stehen, schneidet sie mit ihrem scharfen Schnabel einfach ab. Ganz so leicht ist es nicht, die kleine Wildfrucht mit dem großen Schnabel zu entkernen. Der Tukan hat es da leichter. Wie wir Menschen haben auch Vögel ein hohes Empfindungsvermögen für Geschmacksstoffe. Die Papageien sind mit besonders vielen Geschmacksknospen ausgestattet. Sie befinden sich im hinteren Abschnitt der Zunge und in der Mundhöhle. Über die Lebensweise der blauäugigen Schwarzhandklammeraffen ist wenig bekannt. Sie sind die Akrobaten unter den mittelamerikanischen Greifschwanzaffen. Die fünfte Hand dient dem Klammeraffen zur Verankerung des Körpers bei der Nahrungsaufnahme und als Hilfsmittel bei der Fortbewegung. In einem glücklichen Moment konnten wir ein besonderes Kunststück beobachten. Ein Elterntier bildet eine lebende Brücke für die noch nicht so sprunggewandten Jungaffen. So erreicht die ganze Familie mühelos den auserwählten Fruchtbaum. Die saftigen, vitaminreichen Mangofrüchte sind besonders beliebt bei Jung und Alt. Die Spinnenaffen, wie sie auch genannt werden, durchstreifen den Regenwald in Gruppen von 15 bis 20 Tieren und suchen nach essbaren Früchten, Samen, Nüssen, Insekten und Vogeleiern. Es gibt auch Rudel von 80 Tieren in einer Gruppe, in denen meist die Weibchen in der Mehrzahl sind. Die Klammeraffen sind sehr intelligent. Sie erfinden immer wieder neue Spielvarianten. Die Neckereien zwischen den Geschwistern erinnern uns stark an menschliche Verhaltensweisen. Obwohl die Affen wie Zweibeiner am Boden laufen können, halten sie sich als typische Baumkletterer vorwiegend in den Baumkronen auf.
Der Spieltrieb der jungen Klammeraffen ist unbändig. Leider gehen die Bestände dieser blauäugigen Affen stetig zurück. Denn diese Früchtefresser reagieren sehr empfindlich auf Beunruhigungen durch den Menschen. In gestörten Landstrichen verschwinden sie als erste Affenart. Von den heruntergefallenen Früchten der Affengesellschaft profitiert der Tuberkelhokko. Auch er ist ein vorzüglicher Kletterer. Dieser totangroße Hühnervogel findet im früchtereichen Tropenwald eine Fülle von Nahrung. Ebenso wie die Klammeraffen ist er auf ungestörte Waldgebiete angewiesen. Mit seinen kräftigen Füßen kann sich der Hokko sowohl auf dem Boden als auch auf den Bäumen behende fortbewegen. Auch der Rostbauch-Guan ist selten geworden, aber im Nationalpark Tikal ist er noch gut zu beobachten. Dieses Baumhuhn hält sich nur im obersten Kronenbereich früchtetragender Urwaldriesen auf. Zahlreiche Spechte wohnen im Tikal, hier der Linienspecht. Der größte Affe Mittelamerikas ist der Guatemala-Brüllaffe. Die Männchen erreichen ein Gewicht von 11 Kilogramm. Ihr Jaguar-ähnliches Gebrüll dringt kilometerweit. Die Rufe dienen der Verteidigung des Territoriums. Die kleinen Sozialgruppen von nur 6 bis 7 Tieren halten sich so gegenseitig auf Distanz. Das Leitmännchen mit stark vergrößertem Kehlkopf folgt einer weiblichen Duftspur und hinterlässt seine eigene Marke. Wegen seines begrenzten Lebensraumes ist der Guatemala-Brüllaffe unter allen Brüllaffenarten am stärksten gefährdet. Unterhalb des Kronendaches, auf dem Waldboden, leben Tiere, die in keiner Weise in ihrem Bestand bedroht sind. Denn sie gehören zu den größten Völkern im Reich der sozialen Insekten, die Blattschneiderameisen. Eine Kolonie kann mehrere Millionen Arbeiterinnen haben, die von einer einzigen Königin beherrscht werden. Tonnenweise schleppen die Arbeiterinnen Blätter für ihre Pilzzucht in ihren riesigen Bau. Fast auf jedem Blatt sitzt eine winzige Abwehrameise. Diese kleinste Arbeiterin soll den ärgsten Feind abwehren, die Scharfrichterfliege. Die Larve dieser gefährlichen Fliege entwickelt sich im Kopf der Ameise und beißt diesen vor der Verpuppung einfach ab. Da die blatttragenden Arbeiterinnen mit ihrem vollen Mund praktisch wehrlos sind, entwickelte sich im Laufe der Evolution eine Kaste von extrem kleinen Arbeiterinnen, die nur die Aufgabe haben, anfliegende Scharfrichterfliegen abzuwehren. Verirrt sich ein Käfer in das Einzugsgebiet der Ameisen, so wird der Eindringling schnell auf die Seite geschafft. Hilfestellung leistet dabei ein Soldat, der um ein Mehrfaches größer ist als seine kleineren Geschwister. Die Ameisen leisten sich sofort gegenseitige Hilfe, wenn zum Beispiel ein größeres Blatt über ein Hindernis zu schaffen ist. Die oft mehrere hundert Meter lange Erntestraße zieht sich wie eine freigekehrte Landstraße durch den dichten Blätterboden des Urwalds bis in den Ameisenbau. Dort leben diese fleißigen Tiere von ihrer Pilzkultur, Kohlrabi-ähnlichen Pilzköpfchen, die Fußballgröße erreichen können.
Zwischen Pilz und Ameisen besteht eine dauerhafte Symbiose. Die Ameisen leben vom Pilz und schaffen für diesen ihrerseits besonders günstige Lebensbedingungen. Termiten spielen ebenso wie die Ameisen eine wichtige Rolle im Nährstoffkreislauf des tropischen Regenwaldes. Diese Baumtermiten bauen ihr Nest aus zerkautem Holz. Bricht man ein Stück ihres Kartonnestes auf, kann man beobachten, wie sofort die Arbeiterinnen erscheinen und den Schaden beheben. Die verlassenen Termitenbaue haben durch ihr ausgeklügeltes Belüftungssystem den Vorzug, dass auch der Trogon die verlassenen Nester als Brutmöglichkeit benutzen kann. Der Massena-Trogon hat sich entschlossen, in dem stabilen Termitenbau eine Nisthöhle anzulegen. Die Trogone sind Höhlenbewohner und ziehen in der Regel in verlassene Spechthöhlen ein. Der Göttervogel der Mayas, der langschwänzige Quetzal, ist ebenfalls ein Trogon. Ihn findet man aber nur in den Nebelwäldern des guatemaltekischen Hochlandes. Hier, im Tiefland des Petén, leben vier andere farbenprächtige Trogonarten. Der häufigste und größte ist der Massena-Trogon. Er bevorzugt Früchte, fängt aber auch Insekten. Auch das Weibchen beteiligt sich am Höhlengraben. Die besonders dicke Hülle des Termitenbaues erfordert harte Arbeit. Der stattliche Königsspecht zimmert sich seine Höhle hoch oben in einem der 50 Meter hohen Kopokbäume. Die leuchtend weißen, duftenden Blüten des Urwalds locken die Schmetterlinge aus ihren Verstecken. Die Flügel der blauen Glasflügler sind nur spärlich beschuppt und daher durchsichtig. Wegen ihres schlechten Geschmacks werden die Glasflügler von den Vögeln verschmäht. Noch besser geschützt vor seinen Fressfeinden ist der Orangebinden-Helikonienfalter. Er ist giftig und warnt seine Feinde mit seiner auffälligen Farbe. Das giftigste Tier in Tikal ist die Zweifarb-Korallenschlange. Sie lebt sehr versteckt unter dem dichten Laub und ist wegen ihrer Seltenheit noch nie gefilmt worden. Der Saumfinger, ein Anolis-Leguan, muss vor der schnellen kleinen Schlange auf der Hut sein. Kaum ein Besucher des Nationalparks wird eine Korallenschlange zu Gesicht bekommen. Jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit die bunten Pfauentothühner. Das Tothuhn ist ein Verwandter des asiatischen Pfaues.
Azteken und Mayas hielten es schon als Hausgeflügel. Von den Spaniern wurde es nach Europa gebracht. Die wilde Form lebt ausschließlich hier in Guatemala und in Yucatan. Die gelben Warzen auf dem Kopf besitzen nur die Hähne. Gefährlich wird es selbst für die wilden Puta, wenn plötzlich ein gewandter Vogeljäger wie aus dem Nichts auftaucht. Der Ozelot. Diese Pardelkatze ist luchsgroß und hat eine Körperlänge von 1 Meter. Sie verfügt über einen ausgezeichneten Geruchssinn. Gut getarnt durch ihr geflecktes Fell, schleicht sie sich im Halbdunkel des Dschungels lautlos an ihre Beute heran. Pekaris, größere Nagetiere, Schlangen und Vögel bis zur Truthahngröße stehen auf ihrem Speisezettel. Hauptsächlich jagt der Ozelot in der Dämmerung. Seine Kletterkünste ermöglichen es, auch an das Baumnest eines brütenden Vogels zu gelangen. Diese Aufnahmen haben Seltenheitswert. Nach wie vor werden diese eindrucksvollen Raubtiere vehement verfolgt. Auch heute noch sind die meisten gefleckten Katzen weltweit stark gefährdet. Trotz Schutzbestimmungen blüht der illegale Pelzhandel weiterhin. So ist es heute kaum mehr möglich, den seltenen Ozelot auf seinen Jagdzügen zu beobachten, seine Eleganz und Wendigkeit zu bewundern. Das Chachalaka-Huhn erkennt die Gefahr und bringt sich in Sicherheit. So kann der Ozelot gemächlich die Nester nach Jungvögeln absuchen. Versteckte Waldtümpel in Tikal bieten der ohnehin schon vielfältigen Tierwelt im Nationalpark zusätzliche Lebensräume. Selbst im Frühling, in der Zeit, wo es weniger regnet, hält sich das Wasser. Für die scheue Cayenne-Ralle ist der Tümpel Nahrungs- und Badeplatz zugleich. Für die Schmucktäubchen bietet sich der Urwaldweiher als willkommener Trinkplatz an. Der graublaue Täuberich lässt auch beim Trinken seine Auserwählte nicht aus den Augen. Die Cayenne-Ralle beendet schnell ihr Bad und zieht sich in den schützenden Wald zurück. Der Erzfischer wartet noch auf seine Chance, einen kleinen Fisch oder ein Insekt zu ergattern. Am schlammigen Tümpelrand versammeln sich die Tagfalter, um das hervorgetretene Salz aufzuschlecken. Thank you.
Bei diesem Insektenreichtum verwundert es nicht, dass das Schwefeltyrannenpaar eifrig an seinem neuen Nest baut, direkt neben dem alten Hängenest. Unermüdlich passt das Weibchen die frisch angeflogenen Halme seinem Körper an und erzielt so die optimale Lage zum Brüten. Die wohl längsten und auffälligsten Hängenester bauen die Montezuma-Stirnvögel. Diese ruffreudigen Sterlinge sind häufig im Randbereich des Tropenwaldes anzutreffen und in der Nähe der Kultstätten Tikals. Als Nistplatz wählen die Krähen großen Oropendula, die Goldpendel, die weit ausladenden Äste des Ceiba-Baumes. Hier ist die Brut auch vor dem Ozelot sicher. Der Bau der schlauchförmigen Hängenester erfordert viel Geschick. Um die Halme zu einem dauerhaften Geflecht zu verarbeiten, umsäumt der Goldpendel das alte Material mit dem neuen. Durch diese Nähkunst erreichen die Nester eine beachtliche Länge, ohne auszureißen. Der frische Halm wird im unteren Teil hineingesteckt und oben wieder herausgezupft. Fertig ist der Saum. Der Balzgesang der Goldpendelmännchen in Tikal ist ein Urwaldlaut von eigenartiger Schönheit. Vom höchsten Tempel der Maya-Stadt schweift der Blick über den endlos erscheinenden Urwald. Als klassischer Maya-Stil gelten die aus Plattformen gebauten Pyramiden, wie hier von Tempel 2 und Tempel 1 im Hintergrund. Hinzu kommen die Paläste. Im südlichen Teil die zentrale Akropolis, auch Palast der Adligen genannt. Hier hat in der Astgabel eines riesigen Zetrachbaumes der Graumilan seinen Horst errichtet. Alle 1 bis 3 Stunden bekommt das Junge Nahrung serviert. Kleine Säugetiere, Eidechsen, Schlangen, Frösche und Insekten fliegt das Männchen heran und übergibt sie dem Wache haltenden Weibchen zum Verfüttern. Vor der nächsten Jagd ordnet das Männchen sein Gefieder. Die Körperform und die spitz zulaufenden Flügel ähneln denen eines Falken. Der schnelle Jäger erbeutet selbst Kleinvögel im rasanten Flug. Das einzige Junge wird reichlich mit Nahrung versorgt und gedeiht prächtig. Was wird das Männchen diesmal bringen? Die bevorzugte Beute des kleinen bleigrauen Milans sind Amphibien, wie dieser Guatemala-Laubfrosch.
Die regenärmere Zeit verbringt der Frosch auf den Bäumen. Zu Beginn der Regenzeit klettert er vom Kronendach herab, um in Pfützen und Tümpeln nach einem Partner zu suchen. Jede Bewegung bringt ihn in die Gefahr, vom Greif entdeckt zu werden. Lange musste das Weibchen diesmal auf den Fang warten. Aber der Milan gibt den erbeuteten Laubfrosch nicht her. Und verfüttert ihn schließlich selbst an das Junge. Das Weibchen ist etwas verdutzt über das ungewöhnliche Verhalten seines Partners. Nach dieser üppigen Mahlzeit wird das Junge für heute ausreichend versorgt sein. Es ist Ende Mai. Die Regenzeit hat begonnen. Täglich fällt jetzt Regen. Auch nachts entladen sich heftige Wolkenbrüche. Bei Temperaturen um 30 Grad erreicht die Luftfeuchtigkeit 100%. Bei diesem tropisch schwülen Klima bleibt es rätselhaft, warum hier mitten im Urwald eine Maya-Großstadt über 600 Jahre lang bestehen konnte. Durch die Regengüsse schwellen Rinnsale zu reißenden Flüssen an. Jetzt verlassen die mexikanischen Nasenkröten das Erdreich, um sich fortzupflanzen. Im Laufe der Evolution verloren diese Grabkröten ihre Zähne, denn ihre einzige Nahrung sind unterirdisch lebende Termiten, die sie mit ihrer klebrigen Zunge auflecken. Sobald sie abgeleicht hat, gräbt sich die Nasenkröte wieder in den schlammigen Boden ein. Die Regenzeit ist auch für viele Insekten das Startsignal, für ihre Nachkommenschaft zu sorgen. Ein Spinnentöter, eine Schlupfwespe, schleppt ihre erbeutete Vogelspinne als lebende Konserve für ihren Nachwuchs in eine selbstgegrabene Bodenröhre. Aus den unterirdischen Nestern der Treiberameisen kommen jetzt die Männchen heraus. Nur sie und die Königinnen haben Augen. Alle anderen Kastenmitglieder sind blind. Ein gelber Blatthornkäfer leckt das frische Nass von den Blättern. In den Jahren als Engerling in der Erde speicherte er genügend Nahrung für sein jetziges kurzes Leben. Der Riesentausendfüßer ist ein reiner Vegetarier. Er bereichert die dünne Humusschicht des Regenwaldes mit zerkleinertem organischem Material. Die Schreckfärbung soll Vögel vor seinem schlechten Geschmack warnen. Zusätzlich sondert er noch eine ätzende Flüssigkeit ab. Die Abschreckungs- und Tarnmöglichkeiten im Tropenwald sind unerschöpflich. Diese Schwärmerraupe zeigt auf ihrem Hinterteil ein Gesicht, ähnlich einem Totenschädel, und erschreckt damit angreifende Vögel. Der Jacamar, der Rotschwanz-Glanzvogel, hat sich auf andere Insekten spezialisiert. Schmetterlinge und Libellen verfüttert er an seine Brut. Das Nest liegt in einer selbstgegrabenen Erdhöhle an einer Böschung. Die Vampirfledermaus hingegen jagt nicht nach Insekten. Mit ihren scharfen Schneidezähnen bringt sie ihren Opfern, meist größeren Säugetieren, eine kleine Wunde bei, um das austretende Blut aufzuschlecken.
Erst gegen Abend werden die Vampire aktiv und nicht nur diese Fledermäuse. Die angenehmeren Temperaturen am Ende eines schwülheißen Tages animieren Tukane und Papageien zu lautstarken Rendezvous. Ein großes Vogelkonzert setzt an. Die Abendstimmungen bei den Tempelruinen der Mayas sind beeindruckend. Mit 65 Metern ragt die vierte Pyramide, der Tempel der zweiköpfigen Schlange, am weitesten in den Abendhimmel. Auch an diesem Tempel herrscht reges Leben. Fledermausfalken halten die oberen Tempelmauern besetzt. Von den Kalksteinvorsprüngen überblicken sie gut ihr Jagdgebiet, den Urwald von Peten. Bis die Nacht hereinbricht, jagen die Edelfalken auch Kleinvögel, wie Kolibris und Fliegenschnäpper. Die Dämmerung in den Tropen hält nur kurz an. Schon bald können die Falken ihre Lieblingsbeute, den Fledermäusen, nachstellen. Bei Einbruch der Dunkelheit wird ein kleines Beuteltier aktiv, das Opossum. Den Tag verbrachte es in einem hohlen Baumstamm. Jetzt sucht es im dichten Geäst der Urwaldbäume nach Nahrung. Es ist nicht wählerisch. Reptilien, Vogeleier, Insekten und Beeren verzehrt es gerne. Ist das Opossum beunruhigt, flieht es durch einen Sprung auf den Boden. Sicher und behende, wenn auch nicht sehr elegant, klettert es selbst auf dünnsten Zweigen. Bei Tage wäre das lebensgefährlich. Greifvögel würden das Beuteltier schnell entdecken. Jetzt bei Nacht kann es sich frei bewegen. Bei den Blattschneiderameisen ist keine Nachtruhe eingekehrt. Sie entmisten ihren riesigen Bau. Erde und Pilzabfälle schaffen sie heraus, um Kammern freizumachen für neue Pilzgärten. So entsteht mit der Zeit eine ausgedehnte Abraumhalde. Es wäre nicht ratsam, sie zu betreten. Man würde in die unterhöhlten Kammern einbrechen und von abertausenden Soldaten und Arbeiterinnen angegriffen werden. Heimliche Mitbewohner, wie der Guatemala-Krallengecko, werden als Untermieter geduldet. Obwohl dieser seltene Bändergecko sich auch von den Ameisen ernährt, wird er von ihnen nicht belästigt. Noch ein zweiter Gast taucht auf, eine Streifenschlange. Sie macht Jagd auf den Gecko und nimmt seine Fährte auf. Doch die starken Gerüche der Ameisen verwischen die Spuren. Die Trugnatter verkriecht sich vor den Filmscheinwerfern. Der Bändergecko wird gut daran tun, in einem unbesetzten Loch Schutz zu suchen. Der Urwald von Tikal ist
ist ein Refugium von besonderer Schönheit und Reichhaltigkeit an tropischer Fauna und Flora. Er könnte Vorbild sein für alle Nationalparks Guatemalas und Mexikos, ja ganz Mittelamerikas.